B1 mit den Nachrichten aus Bundesland und Landeshauptstadt. Herzlich willkommen. Der innerkoalitionäre Streit um einen eingeschränkten Familiennachzug im Fall von syrischen Flüchtlingen hat auch die Landespolitik erfasst. Während sich CDU-Parteichef Thomas Strobel hinter Bundesinnenminister Thomas de Maizière stellt und auch FDP-Fraktionschef Rühlke eine Diskussion in die richtige Richtung sieht, sieht es in der grün-roten Regierungsfraktion anders aus. Die Grünen-Vorsitzende Edith Stitzmann spricht von einem Trauerspiel. Mit Spannung war deshalb jetzt auf die Statements des Ministerpräsidenten und seines Innenministers gewartet worden. Und die hielten sowohl beim Thema Nachzug als auch im Fall gesicherter EU-Außengrenzen durchaus Überraschungen bereit. Das Boot ist bei Flüchtlingen nie voll und das, wir schaffen das, der Kanzlerin. Und die Forderung nach schnelleren Verfahren durch die Bundesregierung. Das war lange Zeit das unantastbare Credo der grün-roten Landesregierung. Mit dem Westbalkan als gesetzlich sichere Herkunftsländer, schnellen Rückführungen und Diskussionen beim Familiennachzug taten sich vor allem die Grünen schwer. Angesichts der sich immer noch steigernden Ströme und der kippenden Stimmung in Bevölkerung und in den Unionsparteien hat sich indessen nicht nur die Kanzlerin ihren Kritikern entgegenbewegt. Auch aus der Landesregierung ertönen jetzt neue und nicht ablehnende Töne, auch wenn sich dies hinter Kritik am richtigen Zeitpunkt und dem öffentlichen Vorbringen des Bundesinnenministers verbirgt. Gegenwärtig sehe ich jedenfalls keinen Grund für Schnellschüsse, weil wir uns nach meinem Dafürhalten jetzt mit dem zu beschäftigen haben, was bisher beschlossen worden ist, dieses umzusetzen und nicht jeden Tag ein neues Problem aufzutun und neue Grundlagen für Diskussionen zu schaffen. Eine Kritik auch direkt an Tübingens OB Boris Palmer, Kretschmanns politischen Ziehsohn gerichtet, der seit Wochen eine offene gesellschaftliche Debatte über Grenzen der sozialen Belastbarkeit und mögliche Folgewirkungen fordert, mit einem gesellschaftlichen Konsens als Ziel. Und deswegen mein Plädoyer, auch in der Krise, die geordnet Schritt für Schritt vorzugehen und nicht, wenn man gerade etwas beschlossen hat, den nächsten dann oft unausgegorenen Vorschlag in die Debatte zu werfen, das bringt nichts außer der AfD mehr Stimmen. Ein schnelles Symbol nach innen braucht es also nicht, weil man, ganz nach Merkels Credo, Schritt für Schritt handle. Nach außen könne zudem gar sonst ein multiplizierender Run-Effekt in Richtung Deutschland entstehen. Stattdessen will Grün-Rot das Modellprojekt der neuen baden-württembergischen Flüchtlingsregistrierungszentrale in Heidelberg in den Mittelpunkt rücken. Und wir sind jetzt das erste Land, das ein umfassendes Rückkehrmanagement einführt. Und die Leitlinie dabei ist ganz klar und eindeutig: rechtskräftig vollziehbar Ausreisende müssen das Land verlassen. Mit dem großen Schwerpunkt alles zu tun, um zu beraten, um zu informieren, um Rückführungsunterstützung anzubieten. Aber für all diejenigen, die diese Angebote nicht annehmen, dann auch deutlich machen, dann wird eine zwangsweise Rückführung erfolgen. 20.000 ausreisepflichtige Flüchtlinge gäbe es im Land. 10.000 hätten aber derzeit ausreiseverhindernde Gründe wie Krankheiten oder fehlende Pässe. Eigene Ärzte sollen dies prüfen und die Bundesregierung für schnelle Ersatzpapiere sorgen. Von kalten Abschiebungen will Kretschmann indessen nichts wissen. Man werde geordnet, human und betreut zurückführen. Das Kabinett hat heute den Gesetzentwurf zur Änderung des Landesbeamtenversorgungsgesetzes Baden-Württemberg beschlossen. Damit wird die bisherige Hinzuverdienstgrenze aufgehoben, wenn die öffentliche Verwaltung in bestimmten Fällen einen dringenden Bedarf an mehr qualifiziertem Personal hat. So würde das Land laut Wirtschafts- und Finanzminister Nils Schmid attraktive Rahmenbedingungen schaffen, um die Integration von Flüchtlingen zu beschleunigen. Die neue Regelung soll schon ab Dezember gelten. Der Oberndorfer Hersteller Heckler & Koch darf Waffen in Höhe von 4,7 Millionen Euro exportieren. Der Nachrichtenagentur Reuters zufolge hat der Bundessicherheitsrat die Ausfuhr von 48 Granatmaschinenwaffen, 1600 vollautomatischen Gewehren und 100 Maschinenpistolen an den Oman genehmigt. Weitere gut 1600 Waffen und 88.000 Schuss Munition sollen unter anderem an Indien, den Libanon oder Jordanien gehen. Vor dem Stuttgarter Landgericht muss sich seit heute eine junge Frau wegen fahrlässiger Tötung und versuchtem Mord durch ihr Unterlassen verantworten. Die heute 21-Jährige hatte im August des letzten Jahres einen tödlichen Unfall verursacht.
Sie hatte beim Autofahren eine Textnachricht auf ihrem Handy geschrieben, wodurch sie nicht auf den Verkehr geachtet hatte und ungebremst in zwei Radler gefahren war. Danach war sie in Panik geraten und hatte die Schwerverletzten liegen lassen. Einer der Männer starb später im Krankenhaus. Soweit die BW1-Nachrichten. Jeden Tag das Wichtigste aus Bundesland und Landeshauptstadt. Unsere Nachrichten noch einmal zum Nachlesen und weitere News aus aller Welt finden Sie auf unserer Website unter www.bw1.de. Auf Wiedersehen. Ganz Baden-Württemberg bekommt ordentlich Sonne ab. Im Norden sind zwar ein paar Wolken unterwegs, die bleiben aber ungefährlich. Die Temperaturen liegen zwischen 12 Grad in Konstanz und 15 Grad in Reutlingen. Am Donnerstag ziehen stellenweise dichtere Wolkenfelder über das Land, vor allem im Norden von Baden-Württemberg. Es bleibt aber trocken und weiterhin mild bei Höchstwerten um 14 Grad. Auf dem Land und hatten ein schönes Leben. Als ich 8 Jahre alt war, kamen bewaffnete Männer und haben meine Mutter getötet. Dann haben sie mich und meinen Bruder mitgenommen. Zuerst musste ich für sie waschen und kochen. Mein Bruder sollte Menschen töten. Er hat es nicht getan. Die anderen Jungen und die Männer haben ihn umgebracht. Dann habe ich alles getan, was sie von mir verlangten. Daran möchte ich nicht mehr denken. Als ich 14 Jahre alt war, konnte ich flüchten. Jetzt möchte ich wieder ein normales Leben führen. Blatt für Blatt. Tag für Tag. Jahr für Jahr. Diese Menschen sagen Danke. Danke, weil fairer Handel ihnen ein Leben in Würde ermöglicht hat. Familien haben zu essen. Kinder können in die Schule gehen. Sie alle haben eine Zukunft. Wir unterstützen den fairen Handel. Machen Sie mit. Spenden Sie online. www.brotfuerdiewelt.de. Papa, wo bist du? Kinder brauchen eine Familie. Helfen Sie uns!